Spitzentasche erstmal. Ja. Okay, mach das mal. Moin! Moin! Ja, passt ja. Wollt ihr lieber Beile mitnehmen? Kann ich kaufen? Mal ausrollen, vielleicht sind die naja, gleich nee, oder sind die gleich? Man, eigentlich sind die vom Dings, von der Länge her okay. Gleich. Okay, dann ist gut. Ja. Der wird gereinigt, der andere wird so. Genau. Ja. Mach ich aber hier, ja, hier. Okay. Mama? Ja. Bist du da? Das wieder weg. So. Das freut. Ich habe ja mir immer Gedanken gemacht, ob ich schuld dran war, ohne diese Entzündung hatte als Baby. Wieso ein Little? Weil ich die Nacht so einmal nicht gemerkt habe, dass sie eingepackt hatte. Ja. Meine Güte. Aber es scheint ja tatsächlich nicht meine Schamgrenze zu sein. Mensch, Baby, und? Wie geht's dir? Ja, man kann sie rufen noch. Wir bringen die mal ins Krankenhaus, die beiden, und dann bleibt Mama auch da, ne? Nee. Ja? Nein. Mama bleibt da. Ich bin mit Papa hier. Dann bist du mit mir alleine. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. So, los. Auf. Ich hol noch deinen Sitz. Gib her, ich nehm's nicht mit. Das ist so groß. Und nicht viel Platz vorne und hinten. Nein, heute ist es noch ruhig. Wenn ihr euch nicht die Kopf stößt. Tausendmal. Piep, 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 piep. Wann wieder Butter, aber dann musst du kaufen, aber nicht diesmal Elke, okay? Ich hab dir was gekauft. Ja, Mama, aber Elke hat das Henke gebracht. Hm? Äußeres Henke. Haben wir doch dir auch gebracht, Geschenke. Du hast von uns das Puppenhaus und die ganzen Möbel gekriegt. Und dann hast du noch eine schöne LOL-Figur gekriegt. Und dann hast du hast ganz viel bekommen. Ja, aber Mama, als Willem Geburtstag hatte, gab es einen Satz für nur Süßigkeiten und Spielsachen. Die Polen nehmen da drin alles auseinander. Ich denke an die, oder was? Nee, da sind die ich bin auch mit dabei. Hm. Sind einfach nur. Total durch. Jetzt laum geworfen da drin. Das ist alles, was auf dem Tresen steht. Das macht doch Spaß als. Ja, als Kassiererin. Kannst du ja brauchen. Ja, der ist durch. Ich hab Drogen genommen. Der eine pennt da hinten oben im Auto. Nee, wird nicht lange dauern. Ich bring kurz Mama nur zum. Willst du mitkommen? Ja. Also wir können aber eh nicht reingehen. Ich bring sie nur hier vorne hin. Du kannst das eigentlich auch sehen. Und danach fahren wir eigentlich wieder zurück. Nein, nicht. Du kannst nicht mit reingehen. In Corona darf keiner mit rein. Papa, ich krieg das nicht hin. Aua. Oh, ja, Mama. Wow, die Tüte fleckt. Komm. Das muss jeder wieder einstellen. Du sitzt jetzt neben mir. Ja?
Ja? Setz dich mal hin. Oder stell dich mal rein, erstmal, damit du nicht so kalt bist. Alles hoch mit dir. Los, hopp, rein, setz dich. Richtig hinten ran mit dem Arsch. Gucken, da ist der rote Knopf. Gucken die an. Den musst du dann drücken, wenn du dich abschneiden willst. Siehst du? Ja. Aber. Jetzt. Ja, aber das ist ein Orangenknopf. Orange, rot. Ich hab Orange. Perfekt. Da ist noch ein Stück Armlehne. Papa, ich weiß, das ist dein Glücksgeld. Ja, genau. Das klappt irgendwie nicht. Ja, weil da nur ein Geld ist, aber der nicht. Aber Geld hat mit Glück ganz wenig zu tun. Du weißt nicht, warum man das immer mit Geld in Verbindung bringt. Ja, Papa. Papa, fahren wir weg? Wir fahren jetzt wieder zurück. Hier drin frierst du ja nicht. Ich sagte ja. Aber das dauert wieder lange. Ja, wir haben jetzt schon lange gebraucht, das stimmt. Ja. Die Sonne hat ein bisschen blenden. Immer wenn die Sonne ein bisschen blendet und wir in der Kita sind, wächst ein bisschen auf, weil die Sonne ein bisschen mal blendet. Deswegen schlafen sie immer ein. Aber ich tue nur so, weil die Sonne mir immer blendet, dann mache ich meine Augen zu immer. Aber heute Nacht kann ich schlafen, aber morgen kann ich nicht, weil ich fahrt einschlafen. Papa? Ja. Weißt du, wo ist unser schwarzer Wagen mit den roten Herz drauf? Der ist im Keller. Oh, aber ich weiß nicht. Der Babywagen? Ja. Da kam ein Mann und hat ihn uns weggenommen. Mit Corona ist drin. Genau, wollte jemand wegnehmen, wa? Ja. Kurz, Angie, kannst kurz drin bleiben? Ja, na gut. Guck mal die drei Sachen. Das Ding, das Ding, das Ding und das Teil. Papa. Kann man draußen eine Lampe machen? Ja. Naja, letztlich kannst du das natürlich irgendwie wahrscheinlich zu einer Lampe umbauen, aber. Das weiß ich nicht. Papa, Schuppentafel von Regen. Naja, zusammen will ich das vielleicht loswerden. 40 Euro zusammen. Ja, das ist im Moment zu viel. Das ist jetzt kein Problem, weil ich bin im Moment noch ein bisschen... Papa, ich will Regenbogentasse. Gib mal den Gurt. Tut mir leid, Papa, ich muss die Feuerwehr rufen. Menschen denken jetzt, dass du mich so sehr wieder erfahren hast. Du bist in meiner Kita in der Pfanne, aber du bist in meiner Kita.
aussteigen und los. Jetzt laufen wir. Mach mal selber. Du bist ein echter Profi langsam. Das schaffst du. Ganz nahe hat er geklemmt. Achtung, jetzt nehme ich mal die Tüte hier mit. Da kommt die Schalter auch noch mit rein. Weil die sehen ein bisschen groß aus. Klein? Ja. Die sind ein bisschen klein noch, ne? Aber man kann die ja größer machen. So. Ach, guck mal, doch. Passen. Sehr viel zu groß. Du hast die kleinste Größe. Papa, einmal. Für mich sind die Änder. Das ist jetzt ein bisschen eng. Du brauchst keine Angst haben, ja? Mensch, du wolltest immer welche haben. Aber ich habe schon welche. Und jetzt hast du welche, genau. Ich meinte das mit den Schwarzen. Aber ich will die nicht. Was will die nicht? Du brauchst keine Angst haben, jetzt hör mal auf. Aber du wolltest mich trotzdem. Ich halte dich fest. Ja, aber wenn ich umkippe, genau wie du das. Kannst nicht umkippen, weil wenn du auf die Spitze stehst, willst du erstmal mit einem probieren? Wenn du auf der Spitze stehst, so zack, dann hier ist ein Stopper dran. Hier. Und wenn man auf der Spitze steht, so pop, dann kann man nicht mehr rollen. Und so stößt man sich ab und dann kann man rollen. Mann, Papa, es ist schwer. Das ist total genial. Du schaffst das. Ich hab aber Angst. Komm her, du Angsthase. Morgen kommt der Osterhase. Stell dich mal auf die Spitze, so. Nein, Papa, ich hab Angst. Zack, guck mal, da. Merkst du den Stopppunkt da? Merkst du? Lass du mich. Ich kann schon mal rein. Ein Fuß nach vorne. Nein. Nur ein Fuß. So, genau. Bist du weiter? Noch ein Stück? Da. Merkst du? Ja. Jetzt rollst du nicht mehr. So kann man sich abstoßen. Aber dann. Kannst du probieren jetzt? Ja. Alles ganz langsam. Als wenn du springst. Auf was kann ich damit springen? Ich weiß. Ich halte dich, halte dich. Aufpassen, dass ich nicht kippe. Ah, Papa, Achtung, wenn wir jetzt wieder küssen. Ja, Mann, ich kann dich ja nicht mal besuchen kommen. Das ist ja wirklich. Müssen wir doch mal nach vorne kommen. Kann doch nicht sein, dass wir permanent auf der Stelle treten hier. Na, rutscht, das sind ja Rutschläge. Auf der Stelle treten, ja. Da. Naja, wir werden nicht aus der Wohnung geschmissen, aber ansonsten alles andere ist sehr rückläufig.
so nervig. Es ist wichtig, aber es ist so, so der Ätz gerade. Naja, aber wenn sie nicht finden und fünfmal pieksen oder was, das ist dann, ne? Scheiße, hat die kein Blut? Genau, kein Wasser. Ja, wir haben komplett zu. Oh. Nix. Nicht offen mehr. Leider, tut mir leid. Okay, danke. Bitte, viel Erfolg. Ciao. Hi. So, siehst du, jetzt gehen wir schon wieder aus Verzweiflung. Na, was sollen wir machen? Na, aber ich räume jetzt wieder. Ich räume jetzt auf hier und sortiere ein bisschen Kram. Oh, ich hab was zu tun, wisst ihr, ich hab was zu tun. Na, macht das! Ja. Ja, ist doch für den Lachs. Macht das, trainiert das. Ein bisschen. Ich kann ja, weiß ich nicht. Achso, ich kann dich ja nicht besuchen. Kannst du alles machen. Und mach das, mach dir einen Krankenhaustrainingsplan. Lass dich nicht hängen da. Lass dich nicht unterkriegen von der Scheiße. Von der gesamten Scheiße. Lass dich nicht unterkriegen. Du musst nicht aufgeben. Ja? Ja. Keiner hätte das gedacht, aber das Leben ist so. Okay. Also ich mach dir jetzt ein Foto und schick dir das gleich rüber, ja? Ja. Gut, bis dann. Ciao. Nee, du hast nicht sehr schön geredet. Ja, alte Schalter sind schon auch was Tolles da. Schako Knebelschalter und der hier ist von, keine Ahnung, hab mir keine Firma gesehen, ein Klingel. Aber ein Klingel ist ja, habe ich noch nie gesehen. So eine Klingel direkt hier drin. Kenne ich gar nicht. Ich hab's bestimmt oft, aber ich hab's noch nie gesehen. Und dann halt noch die sind aber gängig hier, die sind ja bekannt. Auf alle Fälle sind die ganz. Ganz witzig, diese Außenwand, Schalter, Dosen etc. No, die kriegt man hier auch gar nicht mehr auf. Wa? Total verranzt. Und der ist unbeschädigt. Und noch einer. Gucken wir mal, die beiden würde ich gerne retten. Gucken, was wir daraus machen können, wie die denn aussehen hinterher. Ja, ich gehe mal einkaufen. Ich nehme die Kleine mit. Die kann ich ja nicht alleine zu Hause lassen, das geht ja nicht. Ich war schon ewig nicht mehr einkaufen. Ich hoffe, ich werde es überleben. So, Scarly, mach mal aus. Wir gehen jetzt mal einkaufen für heute Abend, Abendbrot. Papa, sieht winzig aus, die Uhr. Passen die dir nicht, oder was? Doch. Doch, die passen nicht. Ja, komm, passen die. Ja. Essen. Ja. Und dann was trinken, was du gerade hast. Schuhe aus, wir sind wieder da. Schaffst du? Ja, schaffst du. Mach mal auf den, musst erst aufmachen, genau. Richtig auf, jawohl. Jawohl! Papa,
Einmal frei. Den anderen auch. Ja, eins. Und dann den Teil. Jawohl. Jawohl. Siehst du? Ja, ordentlich. Guck mal, zack. Das kommt wieder dahin. Ne, das kommt hier auf den Degen. Hier oben drüber. Genau. Perfekt. Wunderbar. Gehen wir mal in die Küche. In die Küche. Wir müssen nämlich erstmal ausräumen hier, was wir hier alles haben. Aber es trinkt jetzt. Nein, 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 jetzt nicht. Nein, jetzt noch nicht. Gib her. Ja, ich weiß, du willst immer alle gleich und sofort aufbrauchen, aber nein, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Zwei sind noch. Doch, einer ist noch. Lass mal die Wurst auch, kannst du mir auch was geben, die Wurst. Mach mal hier rein. Den Honig auch, kannst du mir auch geben. Gib einfach raus. Den Honig. Dankeschön. Doch schön. Und jetzt kommt Wurst. Wurst, genau. Die auch. Und jetzt. Auch schön. Kommt Paprika. Genau, Paprika. Jetzt kommt Karotten. Jetzt kommt. Karotten. Karotten. Oh, das ist gut. Bananen, die kommen wieder nach hinten ans Fenster, weißt du? Bananen, kommst du nach raus? Kannst du ans Fenster packen? Schön, die gehen wir hier hin, weil dort kein Platz mehr sind. Dann haben wir noch eine Marmelade. Marmelade. Zwei Marmelade. Und hier haben wir noch ein Butterbrot. Jawohl. Jawohl. Okay, und den Beutel, den hängst du bitte hier mit den Griffen natürlich. So. So hängst du den. Schüttel noch immer. Zack. Jetzt hängst du den bitte an die, an den Heizkörper hier. An die Heizung. Aber die anderen Beutel hängen. Jawohl, genau. Und perfekt. Eine richtig gute Haushaltshilfe bist du. Papa. So. Jetzt warten wir, bis unsere Pizza dran ist. Guck mal jetzt mal, was sie hier gekauft hat. Hackfleisch, Gemisch. Wir haben Salami-Pizza, aber immer zieh ich mal die Salami ab. Halt mal, nur mal Margarita-Pizza. Die ist aber frisch gebacken, aber die wurde noch nie. Die war ein Kühlschrank. Aber die wurde gerade erst gebacken. Aber man muss sie gerade erst da machen. Also ganz Zeit im Kühlschrank war, Kühlschrank und Hafer. Und jetzt müssen wir sie sofort jetzt in den Ofen machen. Ich habe auch eine gemacht. Ich habe eine blaue gemacht. Aber dort fehlen noch ganz viele Teile. Nee, das ist, was meinst du denn? Na, diesen Osterhasenkorb. Den hab ich, weiß gar nicht, wo der her ist, wer den gemacht hat. Oder vielleicht. Kann sein, dass die das aus der Kita mit hat, was? Ich hab auch einen Osterkorb. Aber der war nur mit blau, aber der war nicht grün. Aber das war auch so einer, ne? Deiner. Aber so, in der Art, ne? Hm? Ja. Wenn sie so ich hatte grün und Una hatte. Ich hatte auch Una grün. Ach, wie Oma. Ich weiß nicht, wen das hat, weil ich war nicht. Na, Una, denn wenn du auch so einen hast, dann bist du doch aus der Kita, ist doch klar. Ich hätte auch einen, aber ich hab. Lieber kein Kühlschrank. Ich hab einfach nur. Du bist ein Quatschkopf, ey. Blau, 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 kleiner Stern. Blau.
blau, 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 lass mich wie du. Lass mich leider ein kleiner, kleiner sein. Flöckchen hat den Kopf verloren. Ich kann nicht sehen. Ist das der Ockham? Ja, kann weg. Boom. Oh nein, das ist ein Hüpfbock. Hui, hui. Weil Mama ist mal okay. Und ich weiß nicht, was denn. Es ist gut, aber dass wir eine Pizza haben. Mama kommt bald wieder und dann lassen wir ein Stück für sie und ohne, oder? Mama kommt heute nicht und morgen nicht. Wir sind eine Woche alleine. Ja, ist alle, aber wir machen ihr trotzdem noch was für das Essen, oder? Weil die haben nicht mal auch Hunger. Und wenn die wieder da sind, dann kriegen die Essen von uns, oder? Aufpassen, Papa. Mama ist sehr lieb, oder? Mhm. Aber ich habe mal Anouk und Mama mal vorgenommen, dass Anouk nicht mehr streiten soll mit Mama. Naja. Weil Anouk ist immer traurig und Anouk sagt immer, ich kann ja nicht, wenn ich Aufgaben mache. Dann wenn sie es nicht will, bin ich im Zimmer und ich... Das ist bockig. Ja, und ich bin da und dann gehst du Mama, dann sag ich, Mama, was ist denn los? Anouk, was die Aufgaben sind, sagt dann Mama. Dann holt Anouk her. Und wenn Mama hilft, Anouk die Aufgaben zu machen, dann machen die weg. Dann ist Anouk nicht mehr traurig. Mama hilft immer, Anouk die Aufgaben zu machen. Ja, ich glaube, die beiden müssen aufhören. Wenn Anouk kommt immer zuerst an, dann fängt Mama nie an. Nur Anouk fängt an. Und wenn Anouk bereit ist, ruft die Anouk, komm sofort her. Wie lustig. Heute ist wie bei eurem Mittagessen, es dauert nicht lange. Voila! Wir schauen mal, was wir haben. Erdbeer, Fisch, Brot, Pizza. Ja, wir haben alles. Aber nicht, dass wir alle dass wir was vergessen haben. Kannst du mir Salz geben? Oh. Weißt du, wo Salz ist? Diese gelbe Packung? Gewürz? Und guck mal da drüben. Dort? Ja, du meinst das hier. Gelb? Gelb, ja. Okay, jetzt machen wir ein bisschen was rein. Kippen, 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 kippen. Okay, 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 okay. Jetzt die andere Packung. Ja, du machst die kleinen. Jetzt kommt das hier. Mach's auf, wenn wir mal. Genau, mach mal rein. Okay, 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 okay. Reicht. Jetzt mag ich sie wieder zurück. Nee. Du bist mein kleiner Helfer. Ja. Ich war bei Kitze und dort durfte ich das Essen rühren. Haha, siehst du? Ich habe mich nicht verbrannt. Ja, das wäre doof. Ja. Aber als Kitze Geburtstag hatte sie eine schöne Messbrauch mit einem Einhorn, was Flügel hatte und Beine und er hatte auch so einen Schwanz und dort war eine Mehlfrau drauf bei ihm und die haben es Käthe geschenkt, weil ich sie ausgesucht habe. Mhm. Die war so hübsch und die haben
als Käthe Geburtstag hat. Hat dir gefallen? Ja. Ich habe ausgesucht, dass er nur nicht darf, weil nicht darf er nur den Spaß verbringt. Weil ich vermisse Anouk immer, wenn die mit Mama weg ist. Aha, okay. Wenn sie wieder zu Hause sind. Aber ich finde am meisten, dass Anouk mit ist. Wenn Käthe wieder Geburtstag hat, kriegt sie was ganz Neues. So, dann guck mal. Jetzt brauchen wir das. Ja. Ist doch toll, dass dir Platz gemacht hat. Aber erst als Haustier, man ändert es. Ja, aber deine Mutter toll. Ja, aber ich finde am meisten toll, dass meine Käthe auf war. Aber Käthe war nicht dabei. Naja. Käthes Papa ist ja ein Doktor und da können die wahrscheinlich eine eventuelle Corona-Infektion gar nicht gebrauchen. Ja, aber ein Glück war Käthe bei meiner Geburtstag und hat was sehr, sehr Hübsches geschenkt. Die hatten einen großen Mädchen, Einhorn und ein deutsches Einhorn. Ja, dann haben wir das schon mal durch hier.